Hallo, mein Name ist Dr. Carsten Vorwig. Ich bin hier im LVR Freilichtmuseum Kommann, der Bauhistoriker. Und wir haben gerade gesehen, dass wir hier den Heierhof geöffnet haben, vor dem wir hier stehen. Das hat folgende Bewandtnis. Dadurch, dass wir ja im Moment geschlossen sind, Corona-bedingt, müssen wir trotzdem unsere Häuser lüften, damit sich kein Schimmel bildet, damit die Luft bewegt wird und einfach aus konservatorischen Gründen, damit die Substanz der Häuser nicht gefährdet wird. Früher war das alles kein Problem, weil durch eine Bewirtschaftung der Höfe wurden sowieso immer wieder Türen, Toren geöffnet, weil Waren reingebracht wurden. Es wurde zum Wasserholen, ging man raus, machte die Tür auf, ging durch, Tür wieder zu. Dadurch war immer Luftbewegung in den Häusern. Es wurde auch in den Häusern geheizt, sodass auch eine gewisse Grundtemperatur da war, die auch gut ist gegen Schimmelbildung. Und deswegen war das früher kein Problem. Heute, dadurch, dass die Höfe nicht bewirtschaftet werden, müssen wir praktisch dafür sorgen, dass diese Luftumwälzung stattfindet. Und da wir eigentlich 365 Tage im Jahr offen haben, sind die Häuser natürlich auch geöffnet. Und dadurch, dass das jetzt wegfällt, müssen wir halt die Häuser separat lüften.